Ups, und hier nochmal das gleiche. So, was wir jetzt hier sehen, ist unser Wasserleitsystem. Auf diesen Blöcken wird dann das Wasser fließen. Hier können wir dann schon mal die Grenze hinmachen. Das klappt hier schon mal gut. Von unten. Das sind dann also so gesehen unsere Kanäle, in denen die Monster dann auf die nächste Ebene fahren, schwimmen, geschwemmt werden. Ich glaube, geschwemmt werden trifft es am ehesten. Und sie fallen dann hier, wartet, hier durch ein Loch. Hier werden dann die nächsten Spawning-Bereiche gemacht. Und werden dann runter in den Häcksler befördert, den man auf verschiedene Weisen machen kann. Da gibt es zum einen die Kaktusfalle dann, wo man sagt, okay, wir machen dann nochmal ein Loch in die Mitte und setzen dann Kakteen dorthin. Was aber nicht ganz so effektiv ist. Ich bevorzuge da eher die Möglichkeit der Lava. Das heißt, wir verbrennen die Monster ungehindert. Hat den Vorteil, dass sie ein bisschen schneller sterben, was ja nun mal verbrannt werden mit sich bringt. So. Da sie nicht auf Optik ankommt, werden wir dann diese Flecke hier auch offen lassen einfach. Das ist, finde ich persönlich, sinnvoller, das so zu machen. Weil vom Prinzip her rausspringen können sie hier nicht. Das klappt nicht, außer Spinnen vielleicht. Und ja, Spinnen, die fallen dann entweder auf den Block da drunter oder so hin. Das Einzige, was wir hier zumachen müssen, wäre dann hier. Wiederum. So. Das ist jetzt halt so ein bisschen Friemelarbeit. Oder was heißt Friemelarbeit? So eine Fleißarbeit, die jetzt nicht wirklich schwer ist. Ups. Kam ein Stein vom Kopf. Dann hier auch wieder zu machen. Nehmen wir mal die hier. So, hier geht es dann eins runter. Das heißt, hier müssen wir es so machen. Müssen wir auch. Wow. Das war knapp. So. Hier wieder. Hier ist dann der Kanal, hier müssen wir dann nochmals. Vom Prinzip her ist das jetzt hier nicht ganz so schlimm, wenn wir mal was vergessen, weil das sehen wir dann auf jeden Fall beim Testen der ganzen Anlage. Sobald wir dann Wasser durchlaufen lassen, sehen wir dann, wo es leck ist. Das hier kann weg. Das kann weg. Und dann geht es hier weiter. Weg. Gut, jetzt müssen wir unsere Treppe hier zubauen. Was aber auch nicht weiter wild ist.
Denn auf diesem Niveau hier können wir dann getrost hintenrum rausgehen. So. Wir fallen einfach durch. Was auch eine Möglichkeit wäre, aber keine schöne. Sims. Und ja, sehr steinlastig, wie angekündigt. Aber somit haben wir dann auf jeden Fall die Möglichkeit, mal auszuzählen, wie viele Ebenen wir brauchen. So, gehen wir mal einmal rum, ob das hier überall passt. Hier kann ja nichts schief gehen. Hier gibt es nichts zu passen, weil da nichts fließt. Hier. So. Begrenzung, Begrenzung. Ja, hier brauchen wir noch eine Begrenzung. Nee, so nicht. Okay, dann hier weiter, 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 weiter. Das heißt, das haut hin. Wie sieht es hier aus? Hier müssen wir noch dicht machen, glaube ich, ja. Gut. Hier sieht es schon mal gut aus. Hier auch. Aber hier machen wir mal noch eine Ecke hin. Das machen wir hier raus. Also hier. Ah, hier müssen wir auch noch. Und gut, bis auf die eine Sperre hier müsste es dann passen. Wir kippen mal probeweise Wasser hier rein. So. Und als Monster würde man dann diesen Weg sehen hier. Hier lang. Und würde dann im Prinzip hier runterkommen. Jetzt müssten wir mal noch ein bisschen Wasser holen. Achso, wartet mal, wir müssen erstmal Folgendes machen. Damit wir da unten keine Flutkatastrophe bekommen. So, machen wir mal Folgendes. Da, wo der Strahl runterkommt, was hier ist, machen wir jetzt mal so ein Loch hin. Das dient dann als Wassersammelstation. Dann können wir hier schon mal das Wasser fließen lassen.
Und so wie jetzt dieser Steinblock, werden dann auch die Monster durch die Tunnel oder Gänge getrieben und kommen dann irgendwann unten raus. Das heißt, wenn wir nachher runtergehen, müsste dieser Stein dann unten in dem Loch liegen. Und diese treibende Wirkung des Wassers nutzen wir dann vor allem dafür, dass wir dann diese Items, die dort gesammelt wurden, auch zusammentreiben. Aber dazu kommen wir dann später mal. So, und jetzt kommen wir hier runter. Wir sehen, der Steinblock ist da. Wenn wir jetzt hier rausspringen, sehen wir, dass überall dicht ist. Gut, das Tropfen hier ist normal. Und jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir hier 1, also Höhe 3. Ne? Ja. Das heißt, hier können wir dann gleich wieder mit unseren Spawning Grounds anfangen. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier geht es dann wieder um. Hier machen wir jetzt eigentlich das gleiche wieder oben. Dass wir jetzt hier nicht nochmal in die Tiefe buddeln extra. So, das hier weg. Das gleiche machen wir dann hier hinten in der Ecke. 3. 6. Jetzt haben wir hier nicht wieder 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. War hier noch Eisen? Ja. So, ja, machen wir hier mal nochmal Steine. 4. Hier wäre dann so der erste Kanal. Die können wir ja auch schon mal reingraben. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder komplett erstmal hier eine Schicht wegnehmen. Fällt mir gerade mal auf. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir können ja hier den Stein auch lassen, da ist ja jetzt hier nicht so der Hit. So geht es dann ein bisschen schneller. Und dann hätten wir hier vom Prinzip her unsere zweite Etage dann fertig. Und das soll dann auch erstmal reichen. Wie gesagt, werde ich dann offline nochmal auf der anderen Seite ein bisschen was machen. Machen das mal bis da. Beziehungsweise werden wir dann erstmal gucken, wie produktiv oder effektiv die hier ist. Und wenn die sich halt hier schon rentiert, also erstmal vernünftig was bekommen, dann lassen wir die dann auch. Ich habe gerade überlegt, ob man
wie wir das dann machen, ob man dann vielleicht mit Pistons dafür sorgt, dass man sich auswählen kann, ob man jetzt Level farmen möchte oder aber einfach die Items rausbekommen. Unterschied nochmal, für alle, die das jetzt nicht auf Anhieb sehen, ist, dass man beim Level Farmen die Monster selber töten muss. Wohingegen man beim einfach nur so Items bekommen, die Monster nicht töten muss, sondern dass die Monsterfalle als solches macht. Es wäre vom Prinzip her, denke ich mal, gar nicht mal so schwierig, das hier hinzubekommen. Denn dafür müsste man nur, na sag schon, so, nur irgendwie mit Pistons versuchen, dort den Wasserstrom umzuleiten. Das dürfte eigentlich gar nicht mal so schwer sein. Da hat man auch mal wieder ein bisschen was mit Redstone gemacht. Ja, muss ich mir nochmal überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn jetzt hier was drunter ist, ist mir das auch egal. Wenn wir mal so anfangen, dann müssten wir jetzt hier Ebene um Ebene runterbuddeln. Dann irgendwann am Grundgestein rauszukommen, um sicher zu sein, dass da nichts mehr ist. Das möchte ich euch und mir jetzt hier nicht antun. Deshalb machen wir das hier so ein bisschen als Flickenteppich. Da, wo wir was sehen, gehen wir dem natürlich nach. Wo wir nichts sehen, lassen wir es. Und ja, ich mache hier Schüttgut und Erde weg. Schüttgut aus dem Grund, wenn wir mal irgendwann mal durch Dummdusel hier drunter buddeln. Und haben dann zufällig die Monster an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dass wir dann nicht irgendwelche Monster auf den Kopf kommen. Von der Monsterfalle. Zumal wir hier drunter auch nochmal buddeln müssen. Denn wir brauchen ja noch den Sammelraum und den, ja, Tötungsraum. Hätte ich jetzt fast gesagt, aber ja, ist es ja eigentlich auch. Es ist ein Tötungsraum, den wir dann brauchen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier nochmal gerade durch. Und eine diamantene Spitzhacke weg. Ein bisschen Kohle. Zwar nachher noch mal reinbuddeln müssen, wenn wir dann die Kanäle machen, aber ich mache es jetzt erstmal vorsorglich prophylaktisch zu, damit wir dann nicht unnötig Löcher hier drin haben. Ihr wisst, Wahrscheinlichkeit, dass dann was spawnt in unserer Monsterfalle wird geringer, je mehr Hohlräume ringsherum sind. Das heißt, wir tun dann auch gut daran, einfach das ganze Gebiet drumherum richtig auszuleuchten. So, und hier dann nochmal. So. Gut. Damit hätten wir alle Punkte soweit. Jetzt bauen wir uns nur noch kurz hier rüber. Ja. Wir müssen jetzt mal kurz das Wasser wieder stilllegen, damit wir da unten dann buddeln können, richtig. Das war nun zu Demonstrationszwecken.
Ach, warte, da hinten haben wir ja noch eine Ecke vergessen. Ja, toll. Ach, so ging es auch. Okay, naja. Jetzt machen wir das komplett zu. Wow. Dipti-dupti-dum. So. Gut, dass ich jetzt da rausgekommen bin, heißt, dass die Monster wahrscheinlich auch rauskommen werden. Aber wie gesagt, irgendwann laufen sie dann hier in die Kanäle und da kommen sie nicht mehr raus. So. Ich schätze mal, in der Effizienz der ganzen Falle könnte man auch noch ein bisschen arbeiten. Aber was soll's, haben wir Fackeln mit. Wir haben Fackeln mit. Sehr gut. Denn wir signalisieren uns jetzt mal hier, wo wir schon gearbeitet haben. So, das hier kommt mal weg. Okay. Hier fangen wir an. Wir kommen dann bis hier. Hier müssen wir dann tiefer. Und zwar tiefer bis hier. Dann kommt hier dann mal eine Fackel rein. Einfach nur, um uns zu signalisieren durch den Lichtschein. Hier waren wir schon mal. Und ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Wartet mal. So. Kabel richten hier. Ja. Sehr schön. So. Hier hinten waren wir dann auch schon. Licht hin. Und sehen wir die Fackeln dann auch richtig? Naja. So. Von hier geht's dann dadurch. Und zwar dann noch eins tiefer. Hört man ja hier auch. Dann haben wir auch eins tiefer. Und dasselbe machen wir jetzt hier. So, das ist der mittlere, das heißt, wir gehen nach. Dort dann eins tiefer. Der kommt natürlich auch eins tiefer. Da müssen wir dann noch lang und da müssen wir dann noch lang. Gut,